Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Golden Sun 2, der vergessene Epoche. Beim letzten Mal haben wir den Arkerfelsen erreicht. Ich fahre mal ganz kurz noch einmal. So. Und nehmen den Kristall hier mit. Den Synergiestein, so rum. Und wir wollen uns dann doch mal hier umgucken. Und wir sehen hier komische Linien auf dem Boden. Was das zu bedeuten hat, sehen wir noch. Und zwar, indem wir mal den richtigen Weg gehen sollten. Okay. So. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Gegner. Wie kommst du hier rein? Raiden Storm. Warum war ich jetzt plötzlich schneller? Okay. So, keine Ahnung, warum ich das jetzt mache. Na, was soll denn das? Komm mal hier rüber. Moment. So, jetzt du hier rüber. Dann du dahin. So, jetzt kann ich nämlich hier rüber, um mir die Kiste holen. Mit irgendwelcher Scheiße schon wieder. Ich hätte es ja ahnen können. Naja. Mach du mal hier die Klappe zu. Das Wasser hier ablaufen kann. So. Wer hätte gedacht, dass der Aquafelsen was mit Wasser zu tun hat? Ich leg hier mal eben Frost drauf. Na, Frost und. Ich brauche jetzt hier Frost und Vermeidung eigentlich. Ich brauche mehr Tasten. Okay, das heißt mehr Tasten. Ich habe hier genug Tasten, aber ich brauche mehr Tasten, die ich benutzen darf. Ach. So, einmal hier rüber. Müsste so ein So-Counter bei mir geben. Ist mal, wenn ich so sage. Badam bam. Komm, stirb, Raidenstorm! So, Dille. Ne, das zählt jetzt übrigens nicht. Ich will erst hier oben gucken. Was ist hier? Ist das hier optional? Ich würde sagen, dass das hier optional ist. Cosma ist schon wieder gefesselt. Böses Omen. Und ein Elixier. Oh, wird schon wieder schlecht. Okay, das sieht nicht sehr optional aus. Aber wir können es trotzdem aktivieren. Und dann haben wir jetzt nämlich hier so einen lustigen Weg lang gelegt. Aber ich will erst die Kiste da unten haben. Wir wollen ja alles mitnehmen. Und die bleiben auch aktiviert. Gut. Wer ist am Schlafen? Isaac schläft. Na klasse. Ein Zyklonschlag. Okay, jetzt werde ich ihn angespannen können. Au. Cosma schon wieder gefesselt. Hurra, Raidenstorm. Und eine Nuss gefunden. Hurra. Ich benutze den jetzt aber mal. Das war eine Nuss. So. Und den Kack langsam mal verbrauchen. Hier links. Müsste ich aber in die Kiste, glaube ich, rankommen, oder? Ja. Ein Kriegsherr. Oh nein. Warum die auch da auftauchen, weiß ich auch nicht. Kristallstaub. Okay. Verursacht Schaden durch Eis. Also quasi wie ein Öltropfen. Einmal wieder Vermeidung hier drauf. Dankeschön. So, jetzt habe ich es mir auf dem L gelegt.
R ist Frost, L ist Vermeidung. Quasi sagen wir Alrons PP einfach aus. Aber sind durch den Strohhalm, du. Ach, himmlisch, dieser Geschmack. Dankeschön. Lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Ja, da will ich noch nicht lang. Nicht jetzt erstes lang. Ja. Okay. Ne, hier kann ich noch nicht lang. Nein, Vermeidung lässt nicht nach. Okay. Alles klar, kein Problem. Gar kein Problem. Schieber. So darüber. Kannst du mich ja mal runterschubsen. Und ich kann ja weiter. So wie ich mich kenne, wäre ich auch den ganzen Weg wieder zurückgelaufen und schaffe mich davon wieder runterpusten zu lassen. Aber nö. So, jetzt fangen die Puzzlespielchen an. Okay, ist noch ein leichtes. Okay, du bleibst so stehen, das heißt, du musst erst einen hier hin und dann einen runter. Dann füllen wir dich einmal mit Wasser. Ich lasse jetzt mal einen Regenschauer kurz auf R. Vielleicht brauche ich ihn ja noch. Und du füllst das hier einmal bitte mit Wasser und aktivierst den hier. Nein, Vermeidung lässt nicht nach. Bleibt jetzt erstmal so, dankeschön. Ob ich draußen alles mitgenommen habe? Ich müsste ja nochmal auf der linken Seite nachgucken. Ah, ich hoffe, ich erinnere mich dran. Okay, sieht doch sehr vertraut hier aus. Aber weiter komme ich noch nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es hier keine Djinns gibt, die man verpassen kann. Zumindest ist es ein Anfang. Ich muss eh wieder auf Djinnjagd gehen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo die ganzen sind. Ich habe jede Wette noch wieder 100.000 übersehen. Nein, Vermeidung lässt ihn nicht nach. Na, wie mache ich das denn? Ah, genau. Tricky, tricky hier. Ach so. Und dann bitte hier runter. Dann du darüber. Das heißt, ich kann jetzt hier rüber und mir die Kiste holen. Vier. Für was? Ein Tränenstein. Gib du dir mal Cosma. Ganz ehrlich, das ganze Zeug hier kann eigentlich weg. Na komm. Elixiere. Ja. Nuss auch. Okay. Weg damit. Alles klar. Wo will ich jetzt ins nächste lang? Nicht da oben lang oder jetzt hier unten gucken? Da ist eine Kiste. Und da ist ein Seedrache. Okay. Zyklonschlag! Raidenzorn!
Da hat sich mit ihm ausgedracht. Genau, was? Da, was? Ach. Ist schon wieder widerlich, was ich hier sage. Wie könnt ihr mir eigentlich zuhören? Das ist doch. Zwei Viragos, Cosma ist wieder gefesselt. Hurra. Cosma ist gefesselt. Yay. Versucht die Säule. Es ist eine Säule mit einem Bereich, auf dem man etwas platzieren kann. Wir haben aber auch nichts, was wir platzieren können. Hab ich irgendwas übersehen? Ich muss was übersehen haben. Oder? Oder kriege ich das erst noch? Ich glaube, kriege ich erst noch. Ich setze mal eine Vermeidung rein. Egal, wir gucken jetzt erstmal hier, wie es weitergeht. Sollte, wenn ich über diese Dinge spreche, sollte ich wenigstens mitreden oder sowas. Ich glaube, da würde ich mir total blöd bei vorkommen. Darum kann ich eh noch nicht verschieben. Dahin. Und da einmal frosteln. Und einmal befüllen. Okay, die Eissäule bleibt da gut. Hier drinnen ein Lebenswasser. Wenn wir ihn nicht gebrauchen können. Nein? Okay. Hier rausgehe, wieder rein. Ach gut, okay. Und da? Ah, okay, gut. Ich muss dich einfach nur darüber schieben. Regenschauer! Kann ich nicht hier weiter. Bam, bam. Okay. Jetzt kann ich dich nämlich darüber schieben. Dann lock ich dich hier ein, damit du dich nicht mehr bewegst. Und kann hier weiter. Das geht jetzt viel zu einfach, glaube ich. Und bis noch solche Rätsel. Die bringen doch eigentlich mittlerweile eh nichts mehr, Kinders. Ich will auch keine Sau mehr drauf rein. Kein Mensch wird da sitzen und sich überlegen. Okay, deswegen. Ah, I see what you did there. Das sieht richtig aus. Dann würde ich erst den falschen Weg gehen. Oder ist das der richtige Weg? Na, machen wir hier einfach mal einen Drahtseilakt draus und gucken weiter. Nanu? Okay. Ah, okay. Komm ich hier lang? Nächstes Rätsel. Du stehst fest. Du kommst jetzt erstmal nach oben. Nein, du sollst nicht nach oben. Du kommst nach unten, und zwar hier rüber. Das heißt, das Ding wird hier rüber geleitet, dann da runter. Nein, das hätte ich jetzt nicht so gerne.
Deswegen schicken wir das Signal wieder hoch. Und zwar daran. Na komm. Du musst jetzt darüber. So. Ja, das ist richtig. Ich täusche mich eigentlich nur sehr selten. Und das meistens, wenn ich mich täusche, dann eigentlich nur bei Rätseln. Haha. Und rüber. Und los. Einmal bitte befüllen. Einmal bitte den Weg geben. Und fertig. Das war's aber für diese Folge mit Golden Sun 2. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.